Taller 2XLC, der in Kürze von der Stadt Frankfurt mit deren Ehrenplakette ausgezeichnet wird. War lange Jahre mit seinem Techno-Club im Dorian Gray zu Gast. Wie haben Sie diese erfolgreiche Zusammenarbeit denn in Erinnerung mit ihm? Also das war einer der Gewinner des Dorian Grays, ganz klar. Ich meine, als die Verrückten kamen, ja, wir waren ja so ein bisschen etabliert, ja, und dann kamen da plötzlich so zwei Jungs, der Talla und der Alex Azari, und haben uns diesen Vorschlag gemacht. Und wir hatten ja, das konnte ich dem Flughafen, da gab es so ein Stück dieser Parkkassenstraße, der war ungenutzt, und den konnte ich dem Flughafen einfach, konnte ich sagen, können wir das nicht haben, das Stückchen da unten. Und da haben wir da unten noch so einen zusätzlichen Raum bekommen. Da hatten wir eine Rollerdisco und irgendwelche Veranstaltungen. Wir konnten das Grey dadurch ein bisschen erweitern und sind dadurch dann auch mal so weit gekommen, dass schon, dass wir fast 3000 Leute Durchlauf hatten. Und eines Tages standen die zwei Jungs da und haben uns ihre Musik vorgeführt. Und ich meine, wir waren ja im Grey schon immer sehr progressiv und sehr, sehr fortschrittlich. Und unsere DJs sind nach Amsterdam gefahren, haben die Platten gekauft, haben auch schon gemixt und so weiter. Aber das digitale Zeitalter kam ja dann mit dieser völlig, sagen wir mal, von Instrumenten losgelöste Produktion von Musik. Und da sind die Jungs gekommen mit, also wirklich mit Ideen, wo wir gesagt haben, um Himmels Willen, das sind Verrückte, ja. Aber wir haben uns dazu entschlossen, und diese Kooperation war einer der Gewinner des Dorian Grays. Weil die normale Musik ist dann so ein bisschen, ich will nicht sagen ins Seichte abgedriftet, aber die jungen Leute haben es so empfunden. Die haben gesagt, das ist unsere Musik und das kann man vergessen. Und es ist uns gelungen, dann den Spagat zu machen. Und wir hatten im großen Club im Dorian Gray, hatten wir schon immer sehr viele Experimente gemacht, ja, und hatten auch teilweise sehr harte Disc-Jockeys, also die auch nicht mehr diese etwas seichtere Musik gespielt haben und haben tolle, also wirklich, auch für jemanden, der es nicht mochte, war das dann begeisternd. Und also diese Zusammenarbeit mit dem Techno-Club war ganz wichtig, auch für das Dorian Gray hätte heute nie das Image, wenn das nicht zustande gekommen wäre. Ne?